Im heutigen Video zeige ich euch, wie ich eine Beleuchtung im Gehäuse von meinem 3D-Drucker installiere. Hallo, Servus und herzlich willkommen auf meinem Kanal Franz Kanz. Der Franz, der bin ich. Und es gibt endlich mal wieder ein Video über 3D-Druck. Leider nicht direkt über 3D-Druck. Ich möchte heute eine richtige Beleuchtung an das Gehäuse installieren. Wie ich das Gehäuse gebaut habe, verlinke ich euch mal hier oben in diesem Video. Und für mich ist eine gute Beleuchtung hier im Gehäuse eigentlich wichtig, weil ich sofort erkennen möchte, wie die Details von dem Druck werden, beziehungsweise dass ich Fehler vielleicht gleich auch erkenne, um einen langen Druck früh genug abbrechen zu können. Wie möchte ich das realisieren? Nur was habe ich bis jetzt gemacht? Ihr seht, ich habe bis jetzt eine einfache LED-Glühbirne hier drin reingestellt, die das Ganze einfach von der Seite so halbwegs beleuchtet. Das ist mir mittlerweile zu wenig, beziehungsweise zu einseitig, weil es einfach nicht toll ist und auch hier zum Filmen vielleicht etwas blendet. Das seht ihr sowieso. Was möchte ich machen? Ich möchte mir einen LED-Streifen hineinmachen und ich habe vor einigen Wochen oder Monaten mittlerweile schon auch ein Video gemacht zum Shelly RGB W2. Für den habe ich mittlerweile hier ein schönes Gehäuse gedruckt, das ich hier auch am 3D-Drucker befestigen kann. Hier mit Anschluss für den Strom. Und natürlich auch hier die LED-Leiste, die möchte ich heute hier hineinbauen. Wie ich diesen Shelly eingerichtet habe, könnt ihr nochmal in diesem Video sehen. Mittlerweile hat sich zwar etwas geändert, die Shelly-App sieht anders aus, aber schaut euch das Video oben nochmal an, da erkläre ich alle Anschlüsse zu diesem Shelly-Gerät. Was habe ich jetzt hier drin genau vor? Also, das ist jetzt der Blick hier von innen von meinem 3D-Drucker-Gehäuse. Und was habe ich vor? Ich möchte diesen LED-Streifen hier reinmachen, und zwar irgendwo hier ans Eck vom Profil. Jetzt kann ich natürlich einfach hierher gehen und das Ganze so ans Plastik kleben und in etwa, sage ich mal, hier das so um die Kurve führen. Das wäre die einfachste Möglichkeit, möchte ich allerdings nicht unbedingt machen. Es ist so, dieser Streifen wird nur minimal warm, also ich glaube nicht, dass das hier ein Problem wäre, hier das an das Plexiglas zu kleben. Aber ich hätte es lieber hier dran an diese Aluprofilschiene geklebt. Hier habe ich allerdings das Problem, dass ich es natürlich nicht einfach hier umbiegen kann und hier oben an der oberen Leiste hier weiterführen. Das bedeutet, ich muss hier einen Streifen an dieser Seite machen, brauche dann so Eckverbinder oder Übergangsklemmen, wie man das nennt, und muss dann hier oben eine weitere Leiste machen und das Ganze natürlich auf der anderen Seite auch. Und wie ich das zusammenbaue, das schauen wir uns jetzt mal an. Als erstes muss ich mir jetzt noch mal kurz ausmessen, wie viel von der Länge von diesem Streifen ich überhaupt zur Verfügung habe, dass ich dann entsprechend mein LED-Band abschneiden kann. Also wir haben es von damals ja noch eigentlich vom Bau ja eigentlich noch im Kopf, sage ich mal. Aber diese Leiste hat 57. Allerdings kann ich jetzt hier diesen LED-Streifen nicht überall abschneiden, das jetzt aber an der Werkbank. Also das ist jetzt das Zubehörzeug hier zum Verbinden. Und das sind diese Eckverbinder, die ich gemeint habe. Hier sind sozusagen flexible Verbindungen, wo ich von einem Lichtband hier frei auf das nächste Lichtband einfach verbinden kann. Mein Streifen hat insgesamt 1,50 Meter und ich kann ihn aber nicht überall abschneiden. Es muss an bestimmten Stellen sein. Ich hoffe, ihr könnt es hier erkennen. Hier zum Beispiel scheint das Kupfer durch. Alle, was sind das? Ungefähr 16 cm. Hier an diesen Stellen darf ich das Lichtband nur abschneiden. Jetzt ist es so, dass natürlich genau, wenn ich hier 57 nehme, die nächste Schnittstelle hier wäre. Allerdings ist hier anscheinend, sind zwei Streifen zusammengelötet. Ich habe hier Lötverbinder. Jetzt hoffe ich, dass das funktioniert. Also ich habe 3x50 cm hätte ich dann. Das würde genau passen für mein 3D-Druckergehäuse. Jetzt hoffe ich natürlich, dass es hier, wo diese Streifen zusammengelötet sind, trotzdem mit diesen Verbindern funktioniert. Ich werde jetzt einfach mal hier das Lichtband in der Mitte abschneiden. Hier, das Ende ist jetzt noch original. Und hier muss ich jetzt schauen, ob ich es schaffe, dass ich diesen Verbinder hier anbringen kann. Ich entferne hier unten schon mal den ersten Zentimeter der Schutzfolie von dem Klebeband und setze das Ganze jetzt hier in den Verbinder ein. In etwa, dass er so überschaut, so steht es in der Anleitung. Und jetzt muss ich hier mit diesen Klammern das Ganze hineindrücken sozusagen. Ich setze den mal an und schaue einfach mal, ob sich das hier so verbinden lässt. Eventuell soll man auch mit einer Zange drücken, steht drin. Die eine Seite passt schon mal.
Ja, also es hält. Es drückt sich jetzt natürlich hier nicht in das Lichtband rein, aber theoretisch würde es ja reichen, wenn diese Zacken von diesem Verbinder hier unten auf die Lötstellen drücken. Dann wäre das normalerweise auch ein ganz guter Kontakt. Und so werde ich jetzt die anderen zwei Bänder auch noch verbinden und dann schauen wir mal, ob das Ganze noch funktioniert, bevor wir es einbauen. Also ihr seht, es funktioniert. Auf Anhieb war überhaupt kein Problem, das zu verbinden. Ich habe es jetzt auch doch geschafft, hier diese Pins noch in die Lötstellen reinzudrücken. Das ging ohne Probleme. Einfach das Ganze hier mit einer Zange etwas zusammendrücken. Und es ist eine wunderbare Verbindung. Es flackert nichts, es ist kein Wackelkontakt. Perfekt, genauso wollte ich das. Jetzt kann ich das Ganze in mein Gehäuse einbauen. Aber vorher muss ich natürlich noch die alte Beleuchtung erst entfernen. Und jetzt wird die neue Beleuchtung hier eingebaut. Als erstes gleich mal das Netzteil anstecken. Der ganze 3D-Drucker ist übrigens jetzt noch ausgeschalten, beziehungsweise sogar auch die Zuleitung davon. Das wird hier reingelegt, werde ich da noch etwas schöner machen, aber dass es schon mal drin ist. Hier jetzt das Gehäuse, das ich gedruckt habe für meinen Jelly. Das soll hier wie der Raspberry Pi nur in diese Schiene eingehängt werden. Und das sollte jetzt hier perfekt rüberreichen von der Zuleitung, dass ich hier schön das LED-Band ankleben kann. Damit das Ganze auch gut klebt, werde ich vorher diese Schienen erst nochmal mit etwas Isopropanol reinigen, damit hier kein Staub, kein Fett oder sonstiges dran ist, was hier das gute Kleben verhindern würde. Und ich fange jetzt hier oben im Eck an, das Ganze mal festzukleben. Vom ersten Streifen die Schutzfolie abziehen. Ich hoffe, dass es noch klebt, denn das Ganze liegt schon eine Zeit lang hier im Keller. Kann ich mal schauen, wie hoch, dass ich hier anfange. Ich würde sagen, auf jeden Fall so hoch wie möglich. Ich glaube, hier ist es ganz gut. Ja, das gefällt mir. Ja, das klebt wirklich sehr gut. Hier unten das letzte mache ich noch nicht fest. Hier muss ich es erst anstecken, aber zuerst klebe ich es mal außenrum fest. So, jetzt kommt die obere Seite. Es ist ein bisschen schwierig hier, weil ich natürlich innen hier jetzt nichts sehe. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Das sollte ganz gut funktionieren. Halbwegs in der Mitte sein, das wäre natürlich auch gut. So sieht es schon mal gut aus. Diese Verbindungsbrücken sind ziemlich starr, also ich hoffe, mir zieht es hier das Band nicht mit der Zeit wieder ab. Aber sonst muss ich es halt nochmal irgendwie anders befestigen. Aber ich glaube, dass das ganz gut funktioniert so. Okay, jetzt noch das letzte, aber das brauche ich euch jetzt nicht mehr zeigen. Ihr wisst ja jetzt, wie es geht. Also, das wäre geschafft. Es ist alles montiert, auch wieder angesteckt. Jetzt wollen wir doch mal schauen, ob es auch funktioniert, beziehungsweise wie es natürlich aussieht. Ich starte das Ganze über die Shelly-App. Und ich finde, das ist doch wunderschön ausgeleuchtet hier, der Kasten. Schauen wir uns das Ganze mal an, wenn es dunkel ist hier in der Werkstatt. Also wahrscheinlich ist es ein kleines bisschen dunkler als mit der LED-Lampe vorhin. Aber dafür ist das Licht auf jeden Fall schön besser verteilt im ganzen Raum und das reicht auch wirklich. Über die Shelly-App kann ich das Ganze natürlich auch noch etwas von der Lichtfarbe verändern, wie ich es möchte. Zum Beispiel hier etwas rötlicher oder ins bläulichere. Oder ich kann natürlich auch die Programme hier aus der Shelly-App auswählen, wie bestimmte Farbwechsel mit Dimm-Einstellungen und so weiter. Oder auch ein Flashlight, dass es hier in verschiedenen Farben blinkt. Oder eben auch nur eine Standardfarbe, die ich zum Drucken haben möchte. Und ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ihr euch noch mehr für 3D-Druck interessiert, schaut doch gerne mal hier in diese Playlist. Für Basteln und Heimwerken, wenn ihr euch interessiert, dann ist das sicher perfekt für euch. Meinen Kanal, den könnt ihr hier noch abonnieren. Und schaut gerne mal auf meinem Abenteuerkanal vorbei. Den findet ihr nämlich hier auf diesem Button. Das war's und wir sehen uns beim nächsten Video. Servus!